Hallöchen und schnurzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge des Mass Effect Codexes. Und wir fangen jetzt machen weiter bei den Menschen. Die Allianz ist eine unabhängige und übernationale Regierung der Menschen. Sie vertritt die Interessen der Menschen und ist verantwortlich für die Verwaltung und den Schutz aller extrasolaren Kolonien und Stationen. Aus praktischen Gründen wurde die Allianz aus mehreren Raumfahrtabteilungen verschiedener Nationen gegründet. Die Planeten des heimischen Sonnensystems wurden jeweils von einzelnen Nationen erforscht und erschlossen. Die Kosten für die Kolonialisierung ganzer neuer Sonnensysteme können nicht von einer Nation allein getragen werden. Da die Menschen von der Existenz Außerirdischer überzeugt waren, gab es einen deutlichen politischen Willen, einen solchen internationalen Bund einzugehen. Allerdings genoss die Allianz vor dem Krieg des ersten Kontakts nicht den größten Respekt. Während die nationalen Regierungen noch darum stritten, wer die Aufgabe der Befreiung Shang-Chis übernehmen sollte, startete die Allianz ihren entschlossenen Angriff. Die öffentliche Anerkennung der Leistung der Allianz führte schließlich zur Gründung eines eigenen Parlaments und dem Mandat, die gesamte Menschheit zu vertreten. Pharos ist eine bewohnbare Welt im Attika-Beta-Cluster. Zwei Drittel des Planeten sind mit den Ruinen einer riesigen zerstörten Stadt der Proteaner bedeckt. In den Jahrtausenden nach der Auslöschung der Proteaner wurden diese Ruinen zahlreiche Male von Plünderern durchwühlt. Pharos galt als schwer kolonialisierbarer Planet, da es hier wenig Möglichkeiten für den Agrarbau gibt. Die einzig nennenswerten Frischwasserquellen sind die Pole, die mit Hilfe eines brüchigen proteanischen Aquäduktsystems angezapft werden. Die Totenstädte sind zwar angesichts ihres Alters in bemerkenswert gutem Zustand, gelten jedoch als möglicherweise instabiles Gelände. Die Oberfläche des Planeten ist mit mehreren Metern Trümmerschicht bedeckt und die Luft mit Staub verseucht. Im Jahr 2178 verkündete das menschliche Unternehmen Exogeni seine Pläne zur permanenten Kolonialisierung von Pharos und der gründlichen Erschließung der Ruinen. Die Pioniersiedlung wurde auf die oberen Etagen einiger intakter Wolkenkratzer platziert und mit Hilfe noch funktionstüchtiger proteanischer Aquädukte und Hydrokulturdachgärten versorgt. Noveria ist eine kalte, felsige Welt, deren Hydrosphäre fast vollständig von riesigen Gletschern bedeckt ist. Der ganze Planet ist eine privat gepachtete Kolonie unter der Führung der Noveria Development Corporation. Die NDC wurde von zwei Dutzend Hochtechnologieunternehmen gegründet. Die Interessen der NDC werden von einem Direktorium wahrgenommen. An mehreren abgelegenen Standorten auf der Oberfläche Noverias haben die Investoren Hochsicherheitslabore eingerichtet. In diesen Einrichtungen werden Forschungen unternommen, die als zu fragwürdig oder gefährlich gelten, um sie an anderen Orten auszuführen. Noveria zählt offiziell nicht zum Ratssektor und unterliegt damit nicht den Zitadellgesetzen. Aufgrund einer besonderen Vereinbarung genießen Agenten der Zitadellabteilung Special Tactics and Reconnaissance das Privileg, Noveria betreten zu dürfen. Ob sich das Direktorium in der Praxis als kooperationsbereit erweist, ist aber noch unklar. Aufgrund seiner einzigartigen Position war Noveria schon oft Mittelpunkt wilder Konspirationstheorien. Das glaube ich sofort. In der Galaxie existieren zwischen 2 und 400 Milliarden Sterne. Davon wurden bis heute weniger als 1% betreten. Und nur wenige ihrer Systeme wurden gründlich erforscht. Die Ausdehnung des menschlichen Lebensraums in der Attika-Traverse erfolgte weitestgehend planlos. Die jeweiligen Planeten wurden vor allem unter Ansiedlungsaspekten ausgewählt. Im Zuge der Expansionspolitik häufig ignoriert, gibt es noch tausende lebensfeindlicher Welten, die aber reich an industriellen Rohstoffen sind. Der Reichtum des gesamten Sonnensystems verbleibt unbekannt und wartet darauf, von kommerziellen Forschungsteams oder unabhängigen Forschern entdeckt und erschlossen zu werden. Aber das ist keine leichte Aufgabe. Neben den atmosphärischen Problemen stellen die lebensfeindlichen, unerforschten Welten aufgrund ihrer Abgeschiedenheit ein ideales Versteck für Kriminelle, Revolutionäre, Kulte und andere Gruppierungen dar, die vor der galaktischen Gemeinschaft verborgen bleiben wollen. Kann ich mir gut vorstellen. Das Marco wurde als Infanteriekampffahrzeug für die Fregatten der Allianz entwickelt.
Trotz der begrenzten Kapazität dieser Schiffe ist der M35 klein genug, um im Frachtraum transportiert und somit auf fast jedem Planeten eingesetzt werden zu können. Mit seinem 155 mm Massenbeschleuniger und der koaxial befestigten MG bietet der Mako sowohl effektive Feuerunterstützung für Bodentruppen als auch hohe Mobilität. Da die Marines der Allianz auf allen Planeten kampfbereit sein müssen, ist der Mako atmosphärisch versiegelbar und mit Mikrotriebwerken für den Einsatz auf Planeten mit geringer Schwerkraft ausgestattet. Der Mako wird von einer isolierten Stickstoff-Sauerstoff-Brennzelle und einem kleinen Element-Zero-Kern angetrieben. Dieser Kern kann zwar nicht die gesamte Masse des Fahrzeugs aufheben, ermöglicht aber sichere Luftlandeoperationen. Im Zusammenspiel mit den Triebwerken ermöglicht der Einsatz des Kerns zudem, dass sich der Mako selbstständig aus schwierigem Gelände befreien kann. Das heißt dann also, wir können das Ding dann immer mit auf die Normandie nehmen und können dann damit die unbekannten Planeten erforschen. Das klingt doch nach einer Menge Spaß. Die größeren Kriegsraumschiffe lassen sich in 4 Gewichtsklassen unterteilen. Fregatten sind kleine, schnelle Schiffe für Aufklärungs- und Spionageflüge. Fregatten operieren oft in kleinen Flottillen. Kreuzer sind mittelschwere Kampfschiffe. Sie sind schneller als Schlachtschiffe und schwerer bewaffnet als Fregatten. Kreuzer werden als Standardpatrouilleneinheiten eingesetzt und häufig von Fregattenflottillen begleitet. Schlachtschiffe sind kilometerlange Großkampfschiffe mit schwerer Langstreckenbewaffnung. Sie kommen nur bei den wichtigsten Missionen zum Einsatz. Trägerschiffe haben in etwa die Größe von Schlachtschiffen und können eine große Anzahl Jäger transportieren. Kleinere Schiffe werden fast ausschließlich zur Unterstützung der Kriegsschiffe während der Kämpfe eingesetzt. Jäger sind einzeln bemannte Schiffe für Nahkampfangriffe auf feindliche Raumschiffe. Abfangjäger sind einzeln bemannte Schiffe für die Verteidigung vor feindlichen Jägern. Das Einzige, was ich mich frage, kilometerlange, Millionen Tonnen schwere Schlachtschiffe, wo baut man sowas? Wenn ein Schlachtschiff teilweise schon irgendwie die Größe von München hat oder so. Wo baut man die? Das ist doch, das kann man doch nicht, wo haben die denn so ein Dock, so ein Baudock? Das muss ja groß, so groß sein wie die ganze Erde. Also das ist unfassbar, also ich kann mir das gar nicht vorstellen. Die Normandy ist ein Prototyp-Sternenkreuzer, der von der Allianz mit der Unterstützung des Zitadellrates entwickelt wurde. Das Schiff ist optimal konzipiert für geheime Aufklärungsmissionen in instabilen Regionen und verfügt über neueste, innovative Tarntechnologien. Aufgrund der Hitzeentwicklung schon bei normalem Betrieb lassen sich die meisten Raumschiffe im leeren Weltraum leicht orten. Die Normandy aber kann diese Hitze temporär mit ihrer Hülle absorbieren. Da die Außenhülle des Schiffs zusätzlich gekühlt werden kann, ist das Schiff in der Lage, stundenlang unentdeckt zu fliegen oder tagelang in geheimer Mission zu treiben. Aber dabei gibt es auch Risiken. Die so gespeicherte Hitze muss irgendwann auch wieder abgestrahlt werden, weil die Crew sonst bei lebendigem Leibe gekocht würde. Eine weitere Komponente des Tarnsystems ist der revolutionäre Tantalus-Antrieb der Normandy. Ein Masseneffektkern in doppelter Standardgröße. Der Tantalus-Antriebskern erzeugt konzentrierte Masseneffektfelder, in die Normandy hineinfällt und sich so ohne Unterstützung hitzeausstrahlender Triebwerke fortbewegen kann. Mhm. Für die Überlichtgeschwindigkeitsantriebe werden Element-Zero-Kerne eingesetzt, die die Masse des Schiffes reduzieren können und so eine schnellere Beschleunigung ermöglichen. Damit kann innerhalb eines Masseneffektfeldes die Lichtgeschwindigkeit signifikant erhöht und eine höhere Reisegeschwindigkeit ohne nennenswerte Zeitdehnungseffekte erzielt werden. Neben einem ULG-Antriebskern benötigen Sternenkreuzer zusätzlich konventionelle Triebwerke, chemische Raketen, Fusionsantriebe, Ionenantriebe oder militärische Antiprotonsysteme. Aber ein Kern allein kann kein Schiff antreiben. Die für einen Antrieb benötigte Menge E-Zero und Energie erhöht sich exponentiell zur bewegten Masse und der Zündungstemperatur. Sehr große Schiffe und hohe Geschwindigkeiten verursachen daher enorme Kosten. Wenn ein Feld kollabiert, während sich das Raumschiff mit Überlichtgeschwindigkeit bewegt, sind die Auswirkungen katastrophal. In diesem Fall wird das Schiff in Unterlichtgeschwindigkeit zurückgerissen und die überschüssige Energie in tödliche Tscherenkow-Strahlung umgewandelt.
Krass. Biotik bezeichnet die seltene Fähigkeit von Lebewesen, über einen elektrischen Gehirnimpuls dunkle Energie zu manipulieren und Masseneffektfelder zu erzeugen. Lebewesen mit biotischen Fähigkeiten benötigen intensives Training und chirurgisch implantierte Verstärker, um praktisch nutzbare Masseneffektfelder zu erzeugen. Die jeweilige Stärke der biotischen Fähigkeiten variiert zwischen den Völkern und den jeweiligen Trägern. Es gibt drei Kategorien biotischer Fähigkeiten. Bei der Telekinese können Objekte mit Hilfe massenverringernder Kräfte angehoben und bewegt werden. Mit Hilfe massenvergrößernder kinetischer Felder wiederum können Objekte fixiert und als Blockade eingesetzt werden. Und schließlich können Massenfelder mit räumlichen Verzerrungskräften Objekte auseinanderreißen. Die meisten organischen Lebewesen sind in der Lage, biotische Fähigkeiten zu entwickeln. Allerdings sind dabei auch Risiken involviert. Biotische Fähigkeiten werden geweckt, indem man Babys noch in der Gebärmutter Element Zero aussetzt. Zumeist hat dies eine tödliche Krebserkrankung zur Folge. Aber in seltenen Fällen bilden sich im Nervensystem des Fötus auch neue Synapsen heraus. Eine künstliche Intelligenz ist ein bewusstseinsfähiges Computersystem, das neue Dinge lernen und selbstständige Entscheidungen treffen kann. Für die Erschaffung einer bewusstseinsfähigen KI werden ein adaptiver Code, ein aufwendiges und gesteuertes Lernsystem und ein spezieller Quantencomputer, eine sogenannte Blue Box, benötigt. Eine KI kann nicht über Kommunikationskanäle oder Computernetzwerke übermittelt werden. Ohne die Blue Box stellt eine KI nur eine Ansammlung von Dateien dar. Durch das Laden dieser Dateien entsteht eine neue Persönlichkeit, wobei die verschiedenen Möglichkeiten bei der Verarbeitung mit der neuen Quantenhardware für unvorhersehbare Resultate sorgen können. Die Geschichte der Gate dient als warnendes Beispiel für die Gefahren durch eine unkontrollierte KI. Solche KI-Formen gelten im Zitadell-Sektor als illegal. Allerdings vertreten bestimmte Interessengruppen die Meinung, dass eine KI ein Lebewesen mit den gleichen Rechten wie organische Lebewesen sei. Diese Gruppen behaupten, dass die fortgesetzte Nutzung des Begriffs künstlich eine rassistische Herabsetzung von Seiten der organischen Lebensformen darstelle. Sie selbst bevorzugen den Begriff synthetisch. Klingt auch viel freundlicher, ja. Eine virtuelle Intelligenz ist die fortschrittlichste Form einer Benutzeroberflächensoftware. Die VI-Technik nutzt eine Vielfalt von Funktionen, um natürliche Gespräche zu simulieren. Dazu zählen auch Audioausgabe und eine interaktive Avatar-Persönlichkeit. Eine VI kann zwar auf überzeugende Weise ihr Wissen vermitteln, verfügt aber über kein Bewusstsein, ist nicht lernfähig und kann keine eigenen Entscheidungen treffen. VIs werden als Betriebssysteme für Computer für kommerzielle Zwecke oder Heimanwendungen eingesetzt. Es kommen auch sogenannte minimale VI-Agenten zum Einsatz. Diese Agenten sind kompakte und spezielle Anwendungen. Sie dienen als persönliche Assistenten, verwalten Anrufe und koordinieren Termine nach den Vorgaben des Anwenders. Andere Anwendungen funktionieren wie Suchmaschinen, die selbstständig im Extranet nach den angeforderten Daten suchen. Kommerzielle VIs mit verschiedensten Anwendungsprofilen sind bei jedem Softwarehändler erhältlich. Fortschrittliche Firmen und engagierte Einzelpersonen entwickeln dagegen individuelle VIs. Auch wenn die Nachahmung lebender Personen verboten ist, werden häufig berühmte historische Persönlichkeiten als Vorlage eingesetzt. Wenn eine elektrische Spannung an das hochwertige Element Zero, E-Zero, angelegt wird, strahlt es ein dunkles Energiefeld aus, mit der die Masse der Objekte im Wirkungsfeld vergrößert oder verringert werden kann. Dieser Masseneffekt findet zahlreiche Anwendungen. Von der Erzeugung künstlicher Schwerkraft bis zur Herstellung extrem belastbarer Baumaterialien. Die wichtigste Nutzung aber findet das Element bei Reisen mit Überlichtgeschwindigkeit. E-Zero entsteht, wenn feste Materie, zum Beispiel ein Planet, dem Kraftfeld einer Supernova ausgesetzt wird. Aus diesem Grund findet man Element Zero häufig in den Trümmernebeln von Neutronensternen und Pulsaren. Aber der Abbau in diesen Gebieten ist riskant und bedingt den aufwendigen Einsatz von Robotern, Telepräsenztechnologien und Schutzschilden gegen die enorme und tödliche Strahlung der toten Sterne.
Aus diesem Grund können nur sehr wenige Unternehmen die nötigen Investitionskosten für den Abbau der Primärquellen aufbringen. Die Menschen haben raffiniertes Element Zero in der Proteanischen Station auf dem Mars entdeckt und konnten dadurch Masseneffektfelder und ULG-Antriebe entwickeln. Krass, was für ein gefährliches Zeug. Wenn eine elektrische Spannung an Element Zero angelegt wird, kann die Masse eines Raumzeitvolumens vergrößert oder verringert werden. Durch eine positive Spannung wird eine Masse vergrößert. Durch eine negative Spannung wird eine Masse verringert. Je größer die Spannung, desto stärker werden das dunkle Energiefeld und der Masseneffekt. In der Raumfahrt können mit Niedrigmassenfeldern ULG-Reisen und kostengünstige Orbitaltransporte realisiert werden. Hochmassenenergiefelder erzeugen dagegen künstliche Schwerkraft, mit denen zum Beispiel Trümmerfelder im Flugkorridor eines Transportes geräumt werden können. In der Materialfertigung ermöglichen Niedrigmassenfelder die Herstellung hochwertiger Legierungen und Hochmassenfelder die Herstellung hochkompakter und maximal belastbarer Baumaterialien. Insbesondere das Militär macht sich diese neuen Antriebstechnologien zunutze. Bei den meisten Armeen zählen Masseneffekt-Kampffahrzeuge mittlerweile zur Standardausrüstung. Masseneffektfelder spielen auch eine entscheidende Rolle bei der Erzeugung kinetischer Barrieren oder Schilde gegen feindlichen Beschuss. Ich finde das übrigens immer wieder sehr, wie soll ich das ausdrücken, sehr interessant, sehr spannend und vor allem, ja, ich ziehe meinen Hut echt vor den Entwicklern, dass die so eine immense Geschichte mit diesen ganzen Hintergrundinformationen und so bereitstellen. Da kann sich wirklich so ziemlich jedes andere RPG-Spiel, das in diesem, das in dieser Art, in einer ähnlichen Art gestaltet ist, da können die sich echt eine heftige Scheibe davon abschneiden. Wie viele Spiele gibt es denn, die eigentlich auch recht interessant und gut sind, aber wo das bei weitem nicht so umfangreich alles beschrieben ist, wie das funktioniert, wie das entstanden ist, wo das herkommt, wo jenes herkommt. Das findet man wirklich nur extrem, extrem selten. Also von daher, ey, aller Respekt vor diesen Entwicklern, dass die sich hier so extremst die Mühe gegeben haben und das so umfangreich einfach gemacht haben. Das ist echt krass. Massenportale sind von den Proteanern entwickelte Technologien, die allen anderen bis jetzt entwickelten Technologien überlegen sind. Diese riesigen Strukturen sind über die ganze Galaxie verstreut und können massenfreie Korridore erzeugen und damit zeitverlustfreie Reisen zwischen Zielorten ermöglichen, für die Raumschiffe nur mit dem konventionellen ULG-Antrieb Jahre bräuchten. Über Primärportale können Raumschiffe über tausende von Lichtjahren versetzt werden, auch von einem zum anderen Spiralarm einer Galaxie. Sie stellen feststehende 1-zu-1-Verbindungen dar. Primärportale sind ausschließlich mit jeweils einem anderen Primärportal verbunden. Über Sekundärportale können Raumschiffe nur über hunderte Lichtjahre versetzt werden. Allerdings können die Raumschiffe über die Sekundärportale in verschiedene Richtungen navigieren und alle Ziele in Reichweite anfliegen. Es existiert noch eine große Zahl Primärportale, deren Korrespondenzstationen noch nicht erforscht wurden. Sie werden erst dann aktiviert, wenn das Zielgebiet bekannt ist. Die fortschrittlicheren Zivilisationen sehen davon ab, Weltraumtore zu öffnen, solange das Risiko besteht, dass sich dahinter mächtige Feinde verbergen könnten. Ja gut, das kann ich verstehen, ne? Ich meine, wenn du irgendwo ein Portal öffnest und das Gegenportal befindet sich irgendwo mitten in einer feindlichen Zivilisation, die du noch nicht kennst und die dann einfach mal denkt, ach komm, ne, ich baue jetzt mal meine Armee von 3 Millionen Leuten aus und stürme jetzt einfach mal die Zitadelle oder so, dann haben die nämlich ein Problem. Von daher kann ich das gut verstehen, dass die da so reagieren. Aber wenn ich bedenke, hier wird nur über hunderte Lichtjahre versetzt, wie viele Jahre ist denn bitte ein Lichtjahr? Ich weiß das gar nicht, ich muss das mal googeln. Wie viele Jahre, also wie viele normale Jahre hier auf der Erde, sage ich jetzt mal, ein Lichtjahr ist. Ich weiß nicht, waren es 100, waren es 1000 oder so? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall ist das nur 100 und Lichtjahre. Ich glaube, das passt irgendwie nicht so ganz zusammen, habe ich das Gefühl.
Universalwerkzeuge sind Handgeräte, die eine Kombination aus einem Mikrocomputer, einem Analysesensor und einem Allzweckwerkzeug darstellen. Mit den hochpraktischen und verlässlichen Universalwerkzeugen kann die Funktionalität der meisten Standardausrüstungen, unter anderem auch Waffen und Panzerungen, aus der Distanz analysiert und beeinflusst werden. Mit dem Fabrikationsmodul lassen sich zum Beispiel dreidimensionale Objekte aus gewöhnlichen Plastik, Keramik oder Leichtmetallresten anfertigen. So lassen sich mitten im Kampfgeschehen Reparaturen und Modifikationen fast aller Standardgegenstände vornehmen und aufgesammelte Ausrüstung neu verwenden. Universalwerkzeuge zählen bei Soldaten und Koloniepionieren zur Standardausrüstung. Klingt gut. Kampfanzüge bieten dem Träger Schutz durch ihr zweischichtiges Schutzsystem. Die innere Schicht besteht aus einer textilen Schutzschicht mit kinetischen Schutzpolstern. Bereiche wie Brust oder Schienbein, die nicht flexibel gestaltet sein müssen, sind mit Verstärkungsschichten aus leichter, ablativer Keramik ausgerüstet. Die äußere Schicht des Kampfanzugs besteht aus automatisch generierten kinetischen Barrieren. Objekte, die mit einer bestimmten Geschwindigkeit einschlagen, lösen das Reflexsystem der Barrieren aus und werden entsprechend der Energieversorgung der Schilde abgelenkt. Zusätzlich schützen die versiegelbaren Kampfanzüge den Träger vor extremen Temperaturen und atmosphärischen Drücken. Zur Standardausrüstung zählt ein integriertes Mini-Frame-System mit Kommunikations-, Navigations- und Sensorfunktionen. Das Mini-Frame-System ermöglicht Empfang und Anzeige von Suchwaffensystemdaten und ermöglicht damit einfaches Lokalisieren und Ausschalten von Feinden. Kinetische Barrieren, die allgemein nur Schilde genannt werden, bieten effektiven Schutz gegen die meisten Massenbeschleunigungswaffen. Die Wirkungsweise ist dabei für Schiffshüllen wie für die Kampfanzüge der Soldaten die gleiche. Die kinetischen Barrieren sind Repulsiv-Masseneffektfelder, die von Emittern genährt werden. Die Barrieren dämpfen den Einschlag kleinerer, hochbeschleunigter Objekte. Das System kann somit Kugeln und andere gefährliche Projektile abfangen. Ermöglicht es dem Träger aber, sich hinzusetzen, ohne den Stuhl unbeabsichtigt wegzuschieben. Die Schutzschilde durch kinetische Barrieren bieten keinen Schutz vor extremen Temperaturen, Giften oder Strahlung. Moderne Infanteriewaffen, von der Pistole bis zum Scharfschützengewehr, sind mit Mikromassenbeschleunigern ausgestattet. Ein Metallprojektil wird von einem massenverringernden Feld umgeben und dann von magnetischer Kraft so stark beschleunigt, dass es entsprechenden kinetischen Schaden verursacht. Das Magazin ist ein einfacher Metallblock. Der interne Computer der Waffe kalkuliert die benötigte Masse für das Ziel auf Grundlage von Distanz, Schwerkraft und atmosphärischen Drucks und schneidet dann ein entsprechendes Projektil vom Metallblock ab. Mit einem einzigen Block kann man tausende Schüsse abgeben, sodass ein Nachladen während des Kampfes nicht mehr notwendig ist. Cool. Zu den innovativsten Waffen zählen die gelenkten Waffen, die für ihre Flugbahn Parameter wie Wetter- und Umweltbedingungen berücksichtigen. Dadurch macht es keinen Unterschied mehr, ob man die Waffe in einem tosenden Sturm oder bei perfekt sonnigem Wetter abfeuert. Allerdings finden die Projektile gelenkter Waffen nicht automatisch und nicht jedes Mal das Ziel. Das Zielen selbst wird aber für den Schützen sehr vereinfacht. Ah, ich habe mich ja zu Beginn gefragt, muss ich denn irgendwo nachladen? Das hat sich damit jetzt wohl erledigt. Also so ein Metallblock, der kann Jahrhunderte scheinbar reichen, was eigentlich gar nicht mal so schlecht ist, ne? Das Medigel ist eine medizinische Heilsalbe, die von Ärzten, Rettungssanitätern und dem Militär eingesetzt wird. Sie ist vielseitig anwendbar. Als Lokalanästhetikum, Desinfektionsmittel und Blutgerinnungsmittel. Oder alles in einem. Nach dem Auftragen haftet das Gel so lange fest auf der betroffenen Stelle, bis es durch Ultraschall gelöst wird. Das Gel ist widerstandsfähig gegen Flüssigkeiten, vor allem Blut, sowie Erreger und Gase. Das Gel ist ein genetisch verändertes Plasma, das von der Sirta Foundation, einem medizintechnischen Mega-Unternehmen, entwickelt wurde. Technisch gesehen verstößt das Medigel gegen die Gesetze zur Gentechnologie. Aber der Erfolg des Medikaments hat ein Verbot bis jetzt verhindert. Zu unserem Vorteil wohlgemerkt. So, das war's hier mit den primären Sachen. Die sekundäre, da schaue ich mal in der nächsten Folge, was und ob sich das lohnt, irgendwie vorzulesen. Weil
Also wie ich das gesehen habe, war das eigentlich wie so eine Art Tutorials einfach. Aber ich guck mal eben durch und mal schauen, ne? Also macht's gut. Tschüss.